Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Phantasia mit Xenogirl. Hi. Und unseren Ferngast aus Leipzig. Leipziger Schnake. Leipziger Schnakenpascher. Du, aber Phantasia wird mit ohne R geschrieben, ne? Wieso? Weil du Phantasia sagst. Ja, das ist ja auch das Geile da dran, dass ich das sagst. Ist nicht geil. Okay, machst du jetzt mal Paletti? Ja. So. Wie ist er einfach gesagt, das ist nicht geil. Kriegst du es hin da in Leipzig? Das ist schon doch gar nicht. Ich hört man schon. Ich hab dich am Computer angeschlossen. Na klar, bei mich auch. Ich müsste mich nochmal räuspern. Dann machen wir schon nicht so laut. Ich nehme mal alle Kisten mit. Wenn es nicht leppen würde, ich glaube, bei ihm ist es frei. Oh, da muss ich mal Lüfter einmachen, wa? Ob ich schon weiß. Ich hab mir verloren. Ich bin im Profi und hab mich verloren. Dann suchen wir den Weg. Den Weg suchen? Nee, dann. Das ist was für Anfänger, ich baue mich durch. Bau dich durch. Du Storch. Bau dich durch, du Storch. Ah ja, Philipp, ich schneide das Bild mal ganz kurz an. Unsere kleine Dorflärmsäge hat dann eigentlich mal eine Frage. Okay. Wer hat eine Frage? Unsere Dorfnervensäge. Okay. Mehr sag ich dir dazu nicht, da soll er dir dann selber twitchern. Okay. Gehört nicht unbedingt in der Aufnahme. Genau. Da bin ich mal gespannt. Voll. Du hast doch das Backpack. Wofür? Warum machst du dich da nicht an? Das wäre so einfach gedacht, was? Ich habe einfach hier Pink Camouflage weggemacht. Alias Wasser. Ah, das ist irgendwie gerade echt scheiße. Was macht dein Handy? Einfach Handy? Ja, aber hier, in Leipzig kannst du es vergessen, das ist geschätzte 50 Grad. Ja. Hier ist draußen, die Sonne brüht, die pellt die ganze Haut vom Leib. Also, ich weiß nicht. Ich bin immer mehr da und es ist so heiß. Sag nur Klimawerbung, ach ey. Ja. Klimaerwärmung. Wenn ihr die Möglichkeit habt und habt die Möglichkeit, ein E-Bike zu fahren oder Radfahrer zu fahren, dann ja. Ein E-Bike ist auf jeden Fall geil. Noch ein größeres Loch brauchen wir nicht. Reicht schon, dass unser Fahrer ein großes Loch hat. Und du hast ein großes Loch im Hirn. Das reicht schon aus. Genau. Brauchen wir nicht noch ein anderes Loch. Es gibt genug Löcher auf der Welt, da brauchen wir nicht noch so ein großes in der Ozonschicht. Vor allen Dingen seid sparsam mit eurer Ozonschicht, ihr habt nur eine. Irgendwie hat wir können immer in unser Raumschiff steigen und einfach davon fliegen. Ins Raumschiff steigen und davon fliegen, ja. Aber leider Gottes hat mir einer meinen Fahrbahnuntersatz geklaut. Ja. Der steht jetzt leider bei mir im Keller. Nee, einfach nur doofes Gelaber. Ja, Philipp, ich habe für dich einen Extremfall, was tretbare Untersatz zu tun hat. Okay. Ja, Fahrrad, wo irgend so ein helles Licht eine falsche Gangschaltung eingebaut hat und jetzt geht da gar nichts mehr. Solche Trottel. Ja. Im Fahrradladen, ja. Nö, ich halte die Grenzen gerade. Dann bekommen alle Kisten hier.
Bergleiter, Riesenmeister. Ich hab den Zentralraum gefunden. Geil. Ja, Polly. Das Spiel macht mit einer Trolli. Ja, klar. Kannst du da schnell hinfahren? Oh nein, Alter. Ey, hier ist der Punk los. Ich will kein Punk. Punks sind scheiße. Du bist in jedem Fall. Hallo. Schön, Philipp, du kleiner Hobbyzecker. Ich schon mit Zecker. Der war gut. Ja. Du bist der Hipster. Ich stelle mich einfach auf diesem Roder ein. Hipster, ne? Ich bin doch kein Hipster, Ich bin nicht beschreibbar, genauso wie du. Oder? Na okay, fetter Assi trifft's am besten bei mir. Was ist das Ding? Fetter Assi. Oder... Oder Kellerasse. Oder Vampir. Ja, Vampir ist echt gut. Ja, kannst du dich bei unserer nächsten Aufnahme freuen. Wir spielen dann Sims 4. Und da gibt's die Möglichkeit durch ein DLC, dass du ein Vampir bist. Okay. Mit Blutsaugen und allem dran. Ja. Bist du bei? Mit deinem Anis-Deck, wie der Scheiß heißt? Bin ich dabei. Anis-Deck, ja. So, das ist ein einfaches Spiel, also Click and Point. Das müsste eigentlich bei dir relativ gut laufen. Ich mal, bin mir jetzt nicht so sicher. Au? Ach, ich denke schon. Wir rushen hier eigentlich nur durch das Dungeon in der Folge. Wir müssen uns gerade ein bisschen beeilen. Wir haben es geschafft, unsere doofen Nerven vom Säge mal für eine Weile loszuwerden. Glückwunsch. Das können wir gleich mal nutzen. Und gleich mal eine Folge aufnehmen. Weil wir wollen ja langsam auch mal schaffen, dass unsere Folgen mal pünktlich erscheinen. Ja. Klappt nämlich nicht, denn ich wollte nämlich letzten Tag schon eine Call of Duty Folge rausschmeißen, aber da hat mir mein Computer leider bloß gesagt, nein, du kannst mich mal kreuzweise am Ohr schlägen. Und das ist scheiße. Oder? Tja, dann musst du ja mit deinem Computer reden. Ich weiß schon, wie ich mit meinem Computer rede. Ich hau dir aus dem Fenster, du Scheißding. Genau das meine ich. So machen wir das. Du. Ich gewinne jedes Spiel in 3 Schritten. Weißt du wissen wie? Ja, erzähl mal. Erster Schritt, ich lösche das Spiel. Zweiter Schritt, ich schmeiß das Scheiß, ich zerklopp den Computer. Und dritter Schritt, ich hau alles aus dem Fenster. Jawohl, so gewinne ich meine Spiele auch. Du verstehst gerade die Gecken. Einfach nur losragen. Du musst dir nur den Gimmick-Banner vorstellen. Was? Ich brauch keine Fledermaus mehr, ich kann schon fliegen. Ah, lass mich mal ruhig. Blöde Viech. Ich hab gerade schon Zeit zu stoppen, aber egal, ich hab ja die Aufnahmedauer ja einen Blick. Ne? Ja. Wir sind jetzt aktuell bei 9 Minuten. Das sind 2x20 Minuten, die wir jetzt aufnehmen und dann wechseln wir schon das Spiel. Oh, das geht ja noch. Ja. Weil da war wieder was ein bisschen schwieriger. Wir fangen nämlich neu an, weil der alte Anfang, den wir da hatten, ist schon ein bisschen zu lange her. Weißt du? Da hat doch jemand gewinnen, meint. Nein. Sie ist doch Mensch. Geht? Mach die Ohren auf. Ja, Zuschauer, ihr seid Zeug. Aber seid ihr genauso gut wie ich.
Ich glaube eher weniger. Ich glaube, die Kinder kommen wieder. Oh nein. Bei allem, was mir heilig ist, hört doch mal auf jetzt und hört auf mich zu nerven. Haben die Schlüssel nicht? Ja, ja. Oh, Scheiße. Ich hätte mal einen auf den Moment machen können, du kommst hier rein. Anna! Hier will der Zombie kuscheln gehen, aber ich hab keinen Bock, ich hab was dagegen. Dann stoß es von der Bettkante. Geht nicht, ich kann's nur aus dem Dungeon kicken. Oh, Scheiße. Dann stoß es halt vom Dungeon. Außen-Dungeon. Außen-Dungeon. Sollte mal sagen, ich habe jetzt gerade auch mal Gewin meint. Diese Bricks Avin meint, ne? Weil er heißt die Wiese. Wann kommt die Flut? Ich habe jetzt mal 3 Kilometer Wasser. Also ich könnte. 3 Kilometer Wasser. Was kommt mit der Sack her? Na, nicht viel verstecken, Kuckuck. So, Philipp, du hast natürlich überhaupt keinen Plan, was wir gerade abziehen. Du siehst das ja erst dann spätestens wann kommt die Folge? Morgen. Ja. Du siehst das spätestens morgen? Ja, das erst morgen, ja. Ja, spätestens dann was so schnallen. Ja, ich hoffe doch. Ja, wenn es dann immer noch nicht schnallt, dann brauch nach. Genau, das meine ich. Hast du zufällig was zu essen im Inventar? Ich hoffe doch. Zufälligerweise nur ein bisschen. Aber es wird bestimmt reichen, um dir was zu geben. Naja. Ach, hier sind viele Brote. Ja, nimm das denn. Hm. Muss ich mal leise gucken. Oh Gott, der Elefant ist wieder los. War klar. Ja, ich stehe jetzt in der Affenhitze hier, ey. Warum glaube ich dir das? Ach ja, stimmt, ich schmelze ja gerade selber. Im Vergleich, wenn du, das könnte man als Beispiel nehmen, wenn du einen PC, der 24 Stunden durchläuft, auf voller Tour neben dich stellst, ist der immer noch wie eine Klimaanlage. Also so wie bei mir? Ja. Also die paar 60 Grad, die der da hat, ist immer noch eine Klimaanlage im Gegensatz zu dem Wetter, was uns hier runterzieht. Freut dich mal, es war noch ein bisschen Wärme. No, das geht doch gar nicht mehr Wärme. Leider Gott ist schon. Wir sind immer seine 36 Grad befohlen. Wir sind gerade bei 33. Eine gute Idee, mal zu gucken, wie viele Grad es hier sind. Das ist eine gute Idee. Mist, ich auch nicht. Hm. Und so flüchtet ihr bei den Dungeon. Leck mich jetzt, ich hau mein ganzes Werkzeug mit da. Ich hau, lass mir so in mir da was brauchen. So. Was steht da? Messenger schaltet Hammer Feature frei. Das Leiden habe ich gerade die ganze Zeit schon. Seitdem ich da gewinnen meint habe. Oh Gott, hier kommt die Flut angerannt. Das wäre natürlich auch eine Option. Wir donnern das ganze Dungeon weg. Und da, wo noch was übrig bleibt, wissen wir müssen looten. Du hast den Schlupf freigelegt, ne? Es soll bei WhatsApp demnächst Gruppenanrufe geben. Ach, dass du in der Gruppe telefonieren kannst. Der Pelpo-Kollade doof hat schon ein neues Mal ein. Ja, das denke ich auch. Das brauchen wir nämlich nicht. Aber es ist nicht schlecht. Warum hab ich jetzt eigentlich mein blödes Dachleiste-Bild? Oh ne! Okay. Ich glaub, 37 Grad haben wir hier. Was? Sims 4 hat sich, glaube ich, gerade erstmal erledigt. Ja.
Fehler bei der Installation. Kann man eigentlich sogar bei eBay versteigern. Der nervt mich. Der wird wohl keiner kaufen, oder? Lass es nicht machen. Wir wissen ja jeder, wir wissen doch beide. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Flug von Attacke Wien, meine? Nee. Von den Viechern. Oh, das ist schon schlecht. Ich habe unseren Ausgang zerstört. Macht nichts. Dann werden wir drüber gucken. Oh mein. Auch Spawner sind hier. Das Leiden habe ich auch gerade. Ich knall ja alle 5 Meter und spawner mich. Immer nur mit bescheuerten Viechern, weißt du? Also, Philipp? Ja. Pass auf, dass du nicht auf einen zum Spawner wirst, ich knall dich einfach weg. Zum Spawner? Ja. Wir haben hier einen Spiel-Spawner. Weißt du, ich fang gerade an, mitten im Spiel, mitten in der Aufnahme einfach mal das Dungeon abzubauen. Warum nicht? Wir wollten sowas eigentlich nochmal nachträglich machen. So. Leise! Oh, leise! Geh erstmal leise, aber klären wir dann. Oh, Mann. Was seid ihr, Leute? Ich geh mal ganz kurz. Geh Mut. Ich muss ja mal kurz klären. Ja, die Tür. Wie kommt zum Maul hin? Wille, sag mal, Spasti soll das Maul halten. Spasti, halt mal den Maul. Fischi, halt Maul. Das ist nicht Fischi. Ach, Wille, fass dich erst mal irgendwo mal nach deiner Gang. Och, halt die Klappe, das ist Spiel. Genau. Der kann so viel saufen, wie er will. Wobei noch immer auf der Intensivstation liegt, also Fresse halten. Wenn er dann wegen zu viel Alkohol auf der Intensivstation liegt, soll mich der Blitz beim Scheißen treffen. Ach, der trifft mich immer beim Scheißen. Der kommt immer aus dem Wasser hoch. Nein, das mache ich nicht in Aufnahme. Wir sind nämlich gleich direkt. Ich habe gleich losgelegt mit Aufnehmen, da war er gerade reingekommen. Oh. Och Mensch, halt doch mal jetzt ruhig. Nein. Es ist was Wichtiges. Ich bin gleich fertig mit Aufnehmen. Die eine Folge ist gleich fertig. Du kannst ja wohl mal die paar Minuten schon warten, oder? Was, du hast endlich mal deine Unschuld verloren? Ja. Das ist für alles zu viel. So, wer ist unfähig, seine Unschuld zu verlieren? Scheiße, wo ist doch mal dieses Video in den Scheißlichen auf? Kennt ihr, ich muss abhaken. Oh Mann, Alter. Okay, so. Philipp? Ja. Ich hab nicht gewusst, dass du so wenig Anstand hast, aber jetzt weiß ich's. Wieso? Du hast es doch gesagt. Du hast doch angefangen. Ich weiß, Mann. Kannst du dir das Wasser stehen? Nein, ich bin ernst, ich bin Deutscher. Mensch. Scheiße. Ja. Nein, das ist eine Aufzeichnung. Oh. Philipp sieht das gerade nicht, was wir machen. Der hängt einfach so mit drin. Genau. Weil er Langeweile hat. Oh, weißt du, was ich mit dir machen kann? Hm? Ich kann dich einfach mal rausschmeißen. Was hältst du davon? Rausschmeißen. Oh, jetzt stellt sich noch so blöde an. Philipp, wo kann ich ihn rausschmeißen? Aus dem Fenster. Oder wie?
Nein, das meine ich gerade nicht, ne? Philipp, der ist. Oh Gott, Leute, leck mich doch einmal am Arsch. Enrico ist gerade nur Gast bei uns. Ne? Wenn ich okay. sage, ich schmeiß ihn raus, wo kann ich ihn rausschmeißen? Frage mich was anderes. Oh. Kannst du ihn aus dem PC jetzt, ne? Philipp, nicht aus dem Fenster, nicht vom Balkon, nicht aus der 8. Etage. Einfach nur aus dem Genau, wo die Tür ist, da kann er hingehen. Na, ach, sag das doch aus der Tür. Ja, ein Schweigling in der Tür. Ja. Ich schau mein Besuch auch immer aus dem Fenster. Ach so, Philipp, deshalb hast du keine Freunde. Ja, das könnte gut möglich sein. Warte mal, ich hab Freunde. Du Arsch. Zwei an der Zahl, das war's schon. Ja, einer davon ist mein Arsch und der andere ist auf jeden Fall mein Handy. Okay, dein Handy. Oh Gott, nee. Und wir sind gar nicht mit inbegriffen. Nö. Okay, du bist ein Arsch. Hör mal auf jetzt, das ist gerade ein bisschen behindert. Und oh, Fille, Patte. Plötzer! Zusammenschiss! Enrico, Schluss jetzt. Oh ja, ist ja gut. Ich bin zu klein. Alles und die Blöde zu nehmen. Knack und du hast damit angefangen, also hat der nicht lang. Ja, wenn ich mich versehentlich verquatsche. Man, ist aber nur mal lustig, wenn man sich verquatscht. Bin ich nicht, ach so. Oh, ich hab noch ein Sporni gefunden. Aua, mein Arschloch. Wir waren in Enrico, es interessiert gerade keinen. Reiß dich jetzt einfach zusammen. Ich wollte gerade schon ein Sporni glauben. Nein! Ich bin in der Aufnahme, du kannst jetzt mal kurz warten. Wir sind leider durch das blöde Dungeon durch. Und dann? Da kann man. Nein, es geht heute auch da runter weiter. Was? Hier danach kommt noch was anderes. Wir müssen eine Ersatzfolge finden für Sims. Sims wir gerade nicht installieren. Probier's nochmal und dann machen wir halt einfach der Woche. Philipp will ja dabei sein bei der Woche noch. Ja. Kannst du auch streamen. Aber willst du nicht, ne? Das ist auch nein, gut. Das wird kein Stream-Projekt. Oh, das ist auch gut. Wir wollen noch ein bisschen was als Folgen machen. Wir werden dann so bei größeren Sachen wie Malabuxburg zum Beispiel, wenn wir das auch mal haben, werden wir dann auch streamen, weil manche Projekte sind halt so kompliziert und langwierig teilweise bei Neverwinter, also manche Welten, ja. Dass wir dann streamen. Nein, jetzt nicht. Das Scheiße macht zu laut. Ich würde mal sagen, wir haben das Dungeon. Ich habe noch nie gefunden, was nicht abgebaut ist. Warte mal, ich komme mal einfach mal zu. Ich bitte vielmals um Verzeihung, wenn man meine. Ja, Scheiße. Lass mich in Ruhe. Wenn man meine Taskleisten und alles mal sich manchmal sieht. Aber mein Computer macht wieder gerade was er will und das liegt wieder nicht an Scheiß Windows 10. Hat doch bestimmt Donald Trump erfunden, das Programm. Oh nee, lass mich jetzt mit der Scheiße in Ruhe. Ich hab's mir aus Gag gemacht und du machst dich sinnlos lustig dafür. Was macht man sonst beim Gag? Ich dachte, man macht sich bei dem Gag lustig. Aber nicht so lustig, weißt du? Ihr braucht bloß Trump sagen, dann geht der Schnapp wie so ein Zäpfchen. Sag ich doch. Brauchst du nicht mal einen ordentlichen Zusammenhang kriegen, das reicht schon. Ja, lass es jetzt, Enrico, lass es. Oh Gott, jetzt will ich das, was da gemacht ist. Oh ne, eher Blocker drin, nach dem Skandal kann ich mir das gut vorstellen. Oder Philipp? Trump kommt vom Burger King.
Digga, hast du rein, soll ich mein Mendolin bei? Mendolin? Oh. Schmeiß mich mal aus, Robo. Ich bin gleich ganz. Ja, warum haust du ihn ab? Ach so. Ach so, ja. Bist du mir egal, ich vergrat zu dir. Danke dir. Enrico, du hast hier schon heute mindestens zwei Aufnahmen zerstört. Also, mach auf jetzt. Dann zeige ich dir ganz schnell mal da, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Was für ein Maurer? Der Maurer. Das heißt Tür. Genau. Dann hör auf. Aber es ist jetzt eine gute Aufnahme. Ist doch mir egal. Ich kann dann meine Aufnahme rausschmeißen, wen ich will. Aber keine Bilder. Oh, wer redet jetzt davon? Bloß weil ich dir zeige, wo das Loch ist, tue ich ja lange keine Bilder zeigen. Oder, Philipp? Ja. Naja. Nein, wenn ich den jetzt noch lauter mache, habe ich ihn mit dem Mikro nochmal hier drin und dann hört man den zweimal in Aufnahme. Das will ich gerade verhindern. Verstehst du? Ja, wir haben es gehofft, dass wir es eigentlich schaffen, wenn du nicht da bist, aber wir haben es nicht geschafft. Da waren wir nochmal zu unfähig. Also mein Computer war zu unfähig. Ah, und du wirst dann erstmal sehen, dass das Ballantium ist. Ich will meine Ruhe bleiben. Nein! Ich habe ihm erlaubt, dass er hier noch. Naja. Einfach nur, damit wir in Ruhe aufgeben können. Schatz, wenn du deine Ruhe haben willst, dann musst du auch immer beschäftigt. Naja, aber er ist so einer von der Sorte, der kann immer mal rausgehen. Soll ich Eichhörnchen jagen? Ich, ja. Als ob ich Eichhörnchen jage. Ich werde eher die Katzen. Ah, das macht er sowieso. Philipp? Ja? Hast du reinsweilig eine Kabufta Kapenga? Ja, meinetwegen. Ne, da kann er uns in den Schweine jagen gehen. Ach ne, da kann er sich erstmal als erstes selber jagen. Oh, hab ich nicht schon. Das gehört aber nicht in der Folge, Mensch. Oh, hast du dir oft verschiedene Folgen, kannst du mit ihm darüber quatschen. Besides, ach, jetzt hab ich Spendling da reingehauen. Wir sind eigentlich schon drüber. Aber ich wollte das dann schon schnell fertig kriegen. Wir sind fast durch mit dem Dungeon. Was meinst du? Der dritte. Ah, den Koppeler von mir, ne? Ja. Ja, auch. Das ist genau hier raus, als ob du kommst so nicht wieder rein. Die schicke ich dir wie ein Brieftaube hinterher. Los. Ich hab Knockback auf. Ne, Smite hab ich auf meine Achse. Du hast beschlossen, was geht jetzt, oder? Wir sind da eh fertig. Weißt du, was eine gute Investition ist eigentlich? Was denn? Eine Klimaanlage. Jo, da gibt's eine bei eBay. Alter, da gehe ich direkt mal zu eBay. 23 Euro. Das geht ja, die sind noch nicht so teuer. Die mit Wasser auch nicht. Die ist mit Wasser, glaube ich. Mit Wasser ist gut. Okay. Wo hat mich jetzt hingeschleppt? Ach hier. Dann. Oh Gott. Habe ich einen Wasser? Ach hier, ja, ich weiß, die wird die blaue, ne? Ja, da kannst du die LEDs von der Farbe her umändern. Ja. Ich muss da mal überlegen, die ist ja auf dem Bild kleiner als der Laptop. Ich weiß nicht, ob die wirklich einen ganzen Raum kühlen kann.
Nee, es geht ja Alter. Um personenbezogen, es geht ja nicht um den Raum. Ja. Also für uns würde das reichen, um uns so einfach. Nee, hä? Ihr kennt doch diese Ventilator, die keinen Rotor haben. Die am Anfang übelst. Philipp, jetzt halt mal kurz die Fresse. Okay. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Daumen hoch, Like da lassen. Wer mehr sehen will, durch die Glocke aktivieren. Kommentare würde mich auch immer freuen. Kriegen zu wenig davon. Und ja, Philipp, du hast das letzte Wort. Bis auf das Laser. Naja, dann haut da rein, macht's gut und guckt euch ja die ganzen Folgen an. Und lasst einen Daumen da, wenn's geht. Das ist cool. Däumchen ist ein Träumchen. Haut rein. Na, wo bleibt der Schau? Schau!